wunderschönen guten Abend schon mal an alle, die irgendwann später das Ganze anschauen von heute Abend. Und hallo an alle, die jetzt live mit dabei sind. Ich spreche heute mal etwas leiser, denn es ist ja schon recht spät heute Abend an diesem ungewöhnlichen und ungeplanten Montagabend, 22.50 Uhr. Wunderschönen guten Abend, hallo ihr Lieben. Perfekte Zeit für mich. Ja, ich bin schon ein bisschen müde, aber es gibt ja wichtige Dinge zu verkünden heute Abend. Und einige genau haben es schon sehnlichst erwartet. Deswegen dachte ich mir, ich mache mal noch ein kleines Periscope draus. Zudem habe ich es ja auch nicht geschafft, die letzten Tage von der Creative World in Frankfurt ein bisschen zu periskopen. Deswegen hole ich das jetzt hier so ein bisschen nach. Ich bin auf jeden Fall noch da. Ich lebe noch, ich letter noch. Alles gut. Es war nur echt viel los auf der Messe und deswegen habe ich es leider nicht geschafft. Aber nichtsdestotrotz gibt es wichtige Dinge zu verkünden, wie ihr hier schon sehen könnt. Einige von euch warten schon recht lange, beziehungsweise warten schon seit gestern darauf. Es ist ja heute schon der 1. Februar, um mit der neuen Literatech Challenge für den neuen Monat zu starten. Ja, spinne kleine Nachteule. Aber ich gehe nach diesem Periscope heute auch mal ins Bett. Nee, nicht heiser. Ich bin nur ein bisschen leiser heute, damit auch niemand hier aufwacht. Und genau. Also, wie gesagt, wir hatten ja letztes Monat im Januar eine wunderbare Literatech-Challenge und es haben wahnsinnig viele Leute daran teilgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute daran teilgenommen haben, aber es gibt bei Instagram mindestens 5.000, 6.000 Beiträge dazu, was ich unglaublich finde. Was? Wer nach mir pfeift? Ja, sehr gut. Also es sind wahnsinnig viele Beiträge entstanden. Ich habe mal geguckt, was ich so fabriziert habe bei den 31 Tagen des Januars. Einiges habe ich nochmal rausgeholt. Ich habe nicht alle Tage geschafft. Das hat der ein oder andere vielleicht gemerkt. Motivation, Pünktlichkeit war dabei und der Spaß waren auch meine liebsten Worte, meine schönsten Karten. Ein extra Insta-Account für die Challenge. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Hier wird wirklich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt für diese Letter Attack Challenge. Ich finde das großartig und ganz, ganz toll, was ihr damit gemacht habt. Deswegen habe ich auch wieder eine gemacht für Februar. Und der Januar, das habt ihr ja auch gesehen, stand ja im Zeichen unter den guten Vorsätzen des neuen Jahres, was man so alles mit ins neue Jahr nehmen kann und sich dann nach 3 Tagen denken kann, mein Gott, scheiß auf die Vorsätze. Das Leben macht auch ohne sehr viel Spaß. Das war der Januar und einige schöne Zitate und Sprüche sind da auch bei rausgekommen, was ich immer ganz toll finde, wenn über die Begriffe ganze Sätze gelettert werden. Denn so lernt man dann auch am meisten nach und nach. Aber der Januar ist wie gesagt vorbei und damit auch unsere guten Vorsätze. Deswegen starten wir in den Februar mit einem ganz anderen Thema. Und das darf ich euch jetzt verkünden und zeigen. Die Begriffe für den Februar. Und ihr habt Glück, denn der Februar hat keine 31, leider auch keine 28, sondern 29 Tage. Immerhin. Also gucken wir mal, was wir an 29 Tagen lettern können. Da, 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 da. Also, ich habe mir gedacht, der Februar ist ja schon ein Monat, wo es langsam ein bisschen wärmer wird, wo man langsam so ein bisschen Frühlingsgefühle und Frühlingserwachen hat und so langsam auch ein bisschen der Sonnenschein rauskommt. Das ist eine sehr schöne Jahreszeit, die langsam beginnt nach dem kalten Winter. Wir sehen viele hellblaue Himmel und so weiter und so fort. Ihr seht, dass ja, die Letterattack Challenge im Februar steht eigentlich unter dem Motto Frühlingserwachung, Frühling und natürlich auch ganz wichtig, die Feier und Festlichkeiten. Wir haben hier natürlich, einige haben sofort erkannt, die scharfen Augen, alles rund um Karneval. Da müssen wir natürlich auch mal in Kölle Allah flattern, da kommt ihr nicht drum rum. Und wir haben natürlich danach gleich ganz wichtig unseren Valentinstag. Hier, also auch, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, euch alle diesen tollen, und das ist auch ausnahmsweise mal Englisch, All you need is love, als wunderschönen Valentinsspruch zu lettern und euch danach gleich zu bedanken, kann man ja auch oft immer gebrauchen, denn einige Worte darin
könnt ihr auch natürlich für eure Einladungsgrußkarten immer wieder verwenden und euch bei anderen inspirieren lassen. Wenn die Tombos noch nicht da sind, Design Made My Day, dann einfach mit anderen Filzstiften oder auch mit wirklich einem Pinsel vielleicht schon mal anfangen, denn da kann man ja auch schon mal ein Gefühl dafür bekommen und dann sind die Tombos bestimmt auch bald da. Die 19 wollte ich schon als Joker heute machen. Die 19. Ja, einfach machen. So ein paar kleine Sprüche habe ich auch schon mit reingepackt. Ihr seht also, wir erhöhen ein bisschen auch die Schwierigkeitsstufe, ja. Nicht bei nur noch einzelne Begriffe. Nein, es sind schon so ein paar doppelte Begriffe und zwei Worte dabei. Und auch ein paar Ausdrücke, Hachi und Hurra und natürlich Fahrradkette auch. So ein bisschen Spaß muss sein und da bin ich auch schon sehr gespannt, was ihr an Tag 23 aus der Fahrradkette macht. Das Schöne ist ja, wenn man diese Challenges kreiert, also in dem Fall bin das ja ich, dann kann ich mir ja alles aussuchen und Fahrradkette ist so ein Spaß von mir. Ich weiß schon, was ich daraus mache, aber ich bin echt gespannt, was ihr daraus macht und ich freue mich riesig drauf. Ja, ich hoffe, euch gefallen die Begriffe. Ich glaube, es ist von allem was dabei, so wirklich, dass wir ein bisschen auch mit unseren Begriffen und unseren Sprüchen die neue Jahreszeit, die fünfte Jahreszeit ja auch einläuten können. Was ist Kölle Alarv für die Nichtdeutschen? Ja, das darf jetzt jemand mal erklären, was Kölle Alarv ist. Das dürft ihr mal machen, weil dann werde ich nämlich noch eine Runde lettern für euch heute Abend. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Danke. Das mache ich sehr, sehr gerne, denn ich muss wirklich sagen, es macht mir so einen Spaß, einfach mit anzusehen, was ihr aus diesen Challenges macht. Und ich glaube, ihr selbst habt auch wahnsinnig Spaß daran. Und mein Grundgedanke war ja auch immer, hier zum Runterladen, ganz, ganz, ganz groß, da gibt es das zum Runterladen. Der Grundgedanke war ja auch, jeden Tag ein kleines Wort, um einfach am Ball zu bleiben, um in der Übung zu bleiben. Denn das ist das Wichtigste beim Lettering, nicht aufzuhören, sondern immer, immer weiterzumachen. Genau, und da hat sie auch recht, die liebe Design Made My Day. Ich habe wirklich Spaß an der Sache und vor allem am meisten Spaß, wenn ich es anderen zeigen kann, so wie auf der Messe. Und deswegen wünsche ich euch damit ganz, ganz viel Spaß. Da oben, wie gesagt, zum Runterladen, das lasse ich mal hier liegen. Das packe ich mal beiseite, denn was ich heute noch machen will, ist Tag 1 nachholen. Und Tag 1, weil ich heute einen Tag verspätet mit der Challenge starte, gab es ja heute einen kleinen Joker von mir. Und den Joker, den habt ihr auch alle echt gut und cool genutzt und ganz tolle Sachen draus gemacht. Sollte man vielleicht öfter mal einbauen, so einen Joker, habe ich mir dann gedacht. Und ich nutze für meinen Joker heute einen kleinen Spruch, der mir super, super gut gefällt. Ein Workshop in Dortmund. Ja, sammelt mal ein paar Anmeldungen, dann komme ich gerne mal nach Dortmund. Ich benutze heute Abend für meinen Joker-Spruch der Letter Attack Challenge Februar einmal dieses wunderschöne Pastelltürkis, das ist die 243. Und diesmal noch eine flüssige Wasserfarbe von Ecoline, die habe ich auch schon ein paar Mal bei meinem Shoppingholz in die Kamera gehalten, in der Farbe 602. Das ist, glaube ich, so ein Tannenzapfen. Waldgrün, dunkelgrün, genau, müsste das sein. So, daraus werde ich jetzt meinen Spruch des Tages lettern. 243 steht schon auf der Wunschliste, prima. Und zwar habe ich mal was ausprobiert, das klappt eigentlich ganz gut. Und so werde ich jetzt auch mal für euch lettern, mal gucken, ob das dann funktioniert. So. Und zwar kann man, da diese Stifte ja auch wasserbasiert sind, die auch einfach in flüssige Wasserfarbe tunken und dann einen wunderschönen Effekt erreichen. Und genau das mache ich jetzt mal. Ich nehme also wirklich einen hellen Stift und tunke ihn in diese flüssige Wasserfarbe nur vorne, dass die Spitze so ein bisschen benetzt ist. Das seht ihr hier ganz gut. Hallo, guten Abend. Da passiert überhaupt nichts, denn Wasserfarbe mit Wasserfarbe, hier ist ja auch quasi nur eine Wassertinte drin, das geht auf jeden Fall wieder raus. Und jetzt packe ich mal meinen Spruch hier hin. Und das wird heute Abend auch so ein bisschen meditatives Lettering. Denn ich habe mir gedacht, ich lasse euch einfach auch mal an meinem Letterprozess. Hat schon jemand eine Ahnung, was das für ein Spruch werden könnte?
Stay humble, stay alive. Nein. Muss ich mal hier ein bisschen Platz machen. Wir machen das mal so. Ist eh schön. Und ihr seht schon hier den Verlauf auch. Ganz gut. Und ich habe das heute wirklich nicht geübt, deswegen habe ich gehofft, dass das funktioniert. Und ja, ich habe das tatsächlich einfach mal ausprobiert, denn ich dachte mir, es muss ja funktionieren, wenn ich eine wasserbasierte Spitze in flüssige Wasserfarbe tauche. Und es funktioniert auch. Insofern dürft ihr das alle auch gerne nachmachen. Und genau, es ist der gute Steve Jobs, den ich hier heute verlettert habe sozusagen. Denn dieser Spruch von Steve Jobs gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und deswegen ist das auch mein Joker für den ersten Tag unserer Letter Attack Challenge. Ja, meine S mag ich auch sehr gerne. Da muss ich auch sehr, sehr lange üben, dass die so werden, wie ich das haben wollte. Aber ich bin ja noch gar nicht fertig. Genau, also ihr seht auf jeden Fall, das ist der Beweis. Die Wasserfarbe, die flüssige Wasserfarbe lettert sich komplett wieder. Genau, da wird auch schon gefragt. Lettert sich komplett wieder aus der Spitze raus. Also das funktioniert auf alle Fälle. Dürft ihr also gerne mal ausprobieren, daheim, nachmachen erlaubt. Tombow-Stift in flüssige Wasserfarbe, ganz wichtig, keine Acrylfarbe oder sowas, es muss wirklich flüssige Wasserfarbe sein. Reintunken, nicht zu viel. Wenn ihr den Stift komplett eintunkt, dann schreibt der sehr, sehr lange so dunkel. Also lieber so ein bisschen eintunken, nur vorne die Spitze wirklich und dann damit schreiben. Und jetzt mache ich noch was ganz Tolles. Ich habe mir hier so ein tolles Grundschulsieb gekauft. Mit dem will ich jetzt noch so ein paar Spritzer drauf machen, weil das immer schöner ausschaut. So, dazu tunke ich natürlich meinen Pinsel in meine flüssige Wasserfarbe. Und jetzt bin ich gespannt, was ich für eine Sauerei mache. So, hier, Pinsel. Ah ja, das klappt ja so, wie ich mir das gedacht habe. Nicht so, ne? Das passiert, wenn man das vorher nicht probiert. Also es ist ein sehr feiner Staub, ihr seht's. Da mache ich das mal auf die gute alte Art und Weise. So. So. Also jetzt kommt hier die Frau Hölle Art und Weise, nämlich einfach. Ja, das gefällt der Frau Hölle besser. So wollte sie das haben. Gut, wer braucht dafür schon so ein Gitter? Wenn es auch anders geht. Oh. So. So ist das mit diesem Live-Periscope. Es kann immer mal was passieren. Da muss man nur improvisieren. Genau. Und das macht mich dann hoffentlich auch sympathisch. Wie gesagt, man kann alles irgendwie retten. Mir gefallen die großen Flecken auf jeden Fall besser als diese kleinen, die durch dieses Sieb erreicht sind. Also auf jeden Fall nicht nachkaufen. Nicht nachkaufen, liebe Kinder. Braucht man nicht. Einfach nur einen Pinsel nehmen und Wasserfarbe und draufspritzen. Funktioniert auch. Kostet nichts. Genau, da bleibe ich foolish. So, und das war es auch schon für heute Abend. Wie gesagt, nur ganz kurz, damit ihr auch alle schlafen könnt. Ich gehe auch langsam schlafen. Hier nochmal der Link, wo ihr die Letter Attack Challenge für den Februar finden könnt ab heute. Ladet es euch runter, teilt es auf allen euren Kanälen. Wenn ihr Bock drauf habt, dass noch ganz viele Leute, die vielleicht noch gar nichts davon wissen, mitmachen, dann macht es uns allen noch viel mehr Spaß, gemeinsam die tollen Begriffe für Februar zu lernen. Und ich wünsche uns allen wunderbare verbleibende 28 Tage mit ganz viel Inspiration und ganz viel Spaß. Und euch jetzt erstmal eine gute Nacht und ganz süße Träume. Träumt von vielen schönen, bunten 96 Farben. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall spätestens übermorgen wieder, denn dann lettern wir gemeinsam das Thema am Mittwochabend. In diesem Sinne, stay young, stay foolish, have a good night, weil ich Kelly auch gerade gesehen habe. Sleep well, Kelly, it's late evening in Germany. Und bis die Tage, ihr Lieben. Schön, dass ihr mit dabei wart und danke für eure Herzen. Bis bald. Tschüss.